Der liebe Reaps PvP schreibt, was war das Schlimmste, was du je gemacht hast? War früher, als ich noch im Kindergarten war. Nee, ich war glaube ich schon aus dem Kindergarten raus. Und dann gab es da bei uns... Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, Community Time wie jeden Samstag. Und wer den Uploadplan noch nicht kennt, es ist Samstag Community Time, Montag PvP, Donnerstag Minigame und Freitag Survival Games. Und heute Abend wird's richtig Hammer, denn wir werden einen Livestream machen, und zwar nicht nur irgendeinen Livestream, sondern mit zwei Facecams. Einmal da ein Moritz und dann ein anderer Moritz. Also wir heißen beide Moritz, einmal Reaps, unten in der Beschreibung verlinkt, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse. Ich muss mich auf Abwesen stellen. So, außerdem fangen wir einfach mal an mit dem ersten Kommentar. Ja, und der kommt von Official Xeptox. Moritz, du bist einer von den YouTubern, bei denen ich jedes Video schaue, und zwar ganz. Und das nur bei ganz wenigen, ganz, ganz wenigen. Das ist auf jeden Fall, freut mich auf jeden Fall. Geiles Deutsch. Warum sprichst du so gut Deutsch? Danke für das Kommentar. So, der nächste Kommentar kommt von Tim Merten. Du erzählst was von Link in die Beschreibung packen, weil du zu faul bist. Aber schneidest zwei Stunden an den Videos. Trotzdem Respekt. Ja, ich vergesse immer, wenn ich das Video fertig geschnitten habe, dann bin ich erstmal durch mit der Welt. Und dann vergesse ich natürlich so Kleinigkeiten immer. Naja. Auf jeden Fall schreibt der liebe Gamer.de Dekonus 1111111. Was heißt es? Der liebe Silvio Croc schreibt, was halten deine Freunde über YouTube? Es juckt mich nicht! Es juckt ihn nicht, Mann! Es juckt dich auch nicht, oder? Es juckt mich nicht! Mir juckt er. Official Creeper HD schreibt, alles klar, Like. Dankeschön auf jeden Fall. Der liebe Mystery C schreibt, ich gehe auch in die 8. Klasse, sogar in deine Klasse. Ein Zufall? Ich glaube nicht. Zufall? Ich denke nicht. Sundex HD schreibt, Obst ist geil. Und noch eine Frage, wie heißt dein Zweitname, wenn du den sagen willst? Ich habe überhaupt keinen Zweitnamen. Wenn du meinen Nachnamen damit meinst, dann, das sage ich noch nicht, aber das werdet ihr halt herausfinden. Also, ich muss aber jetzt nicht hier rumprotzen, weil mein Name ist ein stinknormaler Name und ja. Der liebe Michel Sperle schreibt, ich finde, du hättest mehr Amos, damit meinte Abos, Abos verdient. Und ja, ich bin eigentlich so, wie es jetzt gerade ist, ziemlich zufrieden. Ich merke ja, wie es immer weiter nach voran geht. Und wenn ich jetzt so da stocken bleiben würde, fände ich es auch ein bisschen traurig. Aber es geht ja immer weiter voran und das ist einfach eine coole Sache. Der liebe Jan Schleber schreibt, Respekt, dass du so viel schneidest. Und mach weiter so. Ich war beim Stream dabei. Hashtag Stream. Alles klar, heute Abend Stream, Leute. Der liebe TidusFX schreibt, okay, du hast einen Faker. Ingame-Name, hey Moritz. Leute, das ist nicht ein Faker, sondern ich habe einfach vergessen, hier meinen Ingame-Namen zu ändern. Auf jeden Fall sorry an dich, aber danke, dass du es mir reingeschrieben hattest. Wenn das jetzt zum Beispiel ein Faker wäre, würde ich jetzt Bescheid wissen. Und ja, danke. Der liebe Instrolex schreibt, ich habe dich neulich in SG beobachtet, hast voll verkackt. Alles klar. Der liebe Eisteufel schreibt, Facecam ist ein bisschen zu groß. Mal mach ein bisschen kleiner, dann ist alles perfekt. Ja, in meinen letzten Videos habe ich das auch ein bisschen kleiner gemacht. Ein paar von euch haben es vielleicht mitgekriegt. Und ja, der liebe Reaps PvP schreibt, was war das Schlimmste, was du je gemacht hast? Das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Was könnte das Schlimmste sein, was ich jemals gemacht habe? Ich glaube, das war früher, als ich noch im Kindergarten war. Ich war glaube ich schon aus dem Kindergarten raus. Und dann gab es da bei uns so eine Lampe. An dem Kindergarten dran, da war so eine Lampe, so eine Alarmlampe, glaube ich. Und da haben wir dann immer aus Jux mit Steinen rangeworfen, bis sie dann irgendwann einfach angegangen ist. Und ich glaube, das war einer der schlimmsten Sachen, die ich gemacht habe. Der liebe Tim Turtle schreibt, hey Moritz, habe mal eine Frage. Kannst du mir ein Intro erstellen? Bitte um Rückmeldung. Ich mache schon lange keine Intros mehr für andere oder allgemein keine Intros mehr. Das mit dem Minecraft Animation war nun mal so aus Testsweise. Also ich habe auch wirklich nicht so viel Spaß, mir so Intros zu machen. Also leider muss ich dich da enttäuschen, aber es gibt so viele Designer, die richtig gute Free-Intros machen. Und ja, die würden dir bestimmt da helfen. Vor allem, du hast ja 100 Abonnenten und dann hast du schon so eine leichte, Vorstufe. Passt schon. Und der liebe DJ Nothing, ich möchte an dieser Stelle hier nichts sagen, weil ich Gott bin. Okay. Okay, nee, pass auf, sonst geht meine Canon-Kamera wieder aus. Da habe ich keinen Bock drauf. MC Edeljoker schreibt, wieso bist du in meinen Kommentaren immer so ein Anal in Klammern auf Anal in Klammern auf Der liebe It's Trolex schreibt, darf ich das Intro benutzen? Ach, das Intro. Natürlich darfst du es benutzen. Na klar darfst du es benutzen. Der liebe Pascal schreibt, auch halt dein Maul. Hey, Digga. Ist gerade dein Ernst?
Der liebe The Basher HD schreibt, wie ich komme nicht ins Video. Der liebe Let's Mezzo Mango schreibt, wie nennt man einen Deutschen mit 10 Autos? Carsten. Carsten! Carsten! Die liebe Mümmel 007 schreibt, geiles Video für immer und mach weiter so. Was halten deine Freundin davon, dass du YouTube machst? Habe ich ja gerade schon gesagt. Und ja, das nächste Kommentar kommt von Florian Klaus. Ich will meinen Job als IT-Systemelektroniker. Das ist ein Medienjob. Ja, es ist ein Medienjob, aber mit Medienjob habe ich eher sowas gemeint wie Postproduktion in irgendwelchen Sachen oder ja, sowas halt. Der liebe Fabula HD schreibt, ich bin schon groß und viel, komm doch und spiel mit mir Jeremy Pascal, Jeremy Pascal. Ich lade dich ein, ich bin Jeremy Pascal. Kannst du die Musik mal leiser machen? Du bist so ein Volltrottel. Oh Mann, der liebe Mr. Ponato Generator schreibt, 555 Abos. Ja, yeah. Alles klar. Magst du meinen Kanal? Testvideo. Guck bis 30 Sekunden. Oh Mann. Alles klar, ich guck mir das jetzt an. Nee, ich guck's mir doch nicht an, weil sonst schreibt ihr alle sowas da rein. Nein, 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 lieber nicht. Der liebe StreuselXHD schreibt, ich habe ein Intro für dich gemacht. Ich muss dir sagen, das ist zwar recht cool, aber die Kamera schwenkt nur auf das Set. Und benutzt mal was anderes als nur Blender, sondern gönn dir einfach mal Cinema 4D in der Schülerversion oder After Effects in der Schülerversion. Damit kannst du immer viel mehr machen. Und es ist auch viel einfacher. Da kann man auf jeden Fall noch ziemlich viel dran feilen, aber trotzdem Respekt und danke, dass du dich da einfach mal rangesetzt hast und dann einfach sowas gemacht hast. Der liebe Ghost X Slay ZZ, machst du mir ein Intro, ich gebe dir 100 Euro. Der liebe Let's Plays mit MC 4PVW und Texturen schreibt, hey Moritz, was hast du für eine Tastatur? Ich habe die Logitech G710 in Blau. Und ja, ziemlich chillig eigentlich. Und der liebe Skipnation PvP schreibt, bist du ein MLG Pro? Damn, it feels good to be a gangster. Das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Und hoffentlich hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao Leute.